So Leute, sorry, dass das Video erst jetzt kommt, aber ich bin einfach noch nicht vorher dazu gekommen, das Ganze aufzunehmen. Die meisten von euch haben es sicherlich mitbekommen, Ryan Fitzpatrick, der Veteran Quarterback bei Washington, hat sich im letzten Spiel, also im ersten Spiel der Saison, direkt verletzt. Wie man unschwer erkennen kann und wie die meisten von euch sowieso auch wissen, bin ich riesiger Washington Football Team Fan, von daher gebe ich heute mal meine Meinung dazu ab und zu der aktuellen Quarterback-Situation, denn ich werde andauernd danach gefragt und ich will euch natürlich auch einfach wissen lassen, wie ich dazu stehe. Falls ihr euch erinnern könnt, ich habe von Anfang an diesen Move gar nicht gefallen. Dass Ryan Fitzpatrick zu Washington gekommen ist in der Offseason. Ja, wir hatten keinen Quarterback da so und wir brauchten irgendeinen Quarterback, aber Ryan Fitzpatrick war damals meiner Meinung nach überhaupt nicht der richtige Move. Ich habe die ganze Zeit gesagt, der hat noch nie irgendwas gerissen. Wir haben den, glaube ich, auch relativ teuer geholt und ich war irgendwie, ich war davon gar nicht überzeugt. Ich mag den als Person sehr, der ist sehr chillig, sehr korrekt, sehr cool so, ist ein witziger Typ auf jeden Fall, aber als Footballspieler, zumindest in der aktuellen Situation, wo Washington gerade ist, fand ich das mega unpassend. Für die, die es vielleicht noch nicht so mitbekommen haben, Washington hat halt letztes Jahr eine Top-Defense gehabt, wirklich. Die Offense baut sich gerade auch auf. Wir haben uns Curtis Samuel geholt. Unser Run-Game ist momentan ziemlich stark. Antonio Gibson hatte zum Beispiel im letzten Game gegen die Chargers 90 Yards und 4,5 im Durchschnitt. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Durchschnitt. Wir haben Waffen wie Terry McLaurin, Logan Thomas und so weiter. Also auch die Offense hat Potenzial. Das heißt, insgesamt ist das Team gerade sehr jung erstens und sehr gut, sehr talentiert, viel Potenzial. Und sich dann so einen alten Ryan Fitzpatrick zu holen, der noch nie irgendwas gerissen hat, war halt sehr so, ja, keine Ahnung, war nicht wirklich mein Favorite Move. So, jetzt ist es auf jeden Fall dazu gekommen. Erstes Season Game, Ryan Fitzpatrick verletzt sich direkt. Achso, für alle, die es gar nicht wissen, was das für eine Verletzung ist, er wurde sozusagen gesackt, hat den Ball, glaube ich, noch weggeworfen dabei, aber war halt wirklich mit dem Rücken zum Gegner, der hat ihn hinten reingesackt, also komplett Blindside, und dabei ist aber nichts an der Schulter passiert oder am Rücken oder so, sondern er hat sich die Hüfte ausgerenkt, also wirklich einfach so eine richtige Opa-Verletzung. Einfach so Hüfte ausgerenkt. Klingt extrem schmerzhaft, zumindest für meine Ohren, so wenn ich mir denke, die Hüfte ausgerenkt, damit kannst du ja doch dann gar nichts machen so. Es wurde jetzt bestätigt, dass er 6 bis 8 Wochen raus sein wird. Der ist auf der Injured Reserve Liste, also ja, ist jetzt erstmal 6 bis 8 Wochen mindestens raus. In dem Spiel, wo er sich jetzt verletzt hat, also gegen die Chargers, ist ja dann Heinicke reingekommen. Die meisten von euch wissen, glaube ich, dass ich ein sehr großer Heinicke-Fan bin, seit dem Spiel gegen Tampa, also in dem Playoff-Spiel gegen Tampa hat er ja wirklich gut abgeliefert und das gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ich meine, das sind die Super Bowl Champions geworden und Heinicke hat die, ich will jetzt nicht sagen fast geschlagen, aber er hat gut mitgehalten. Für alle, die es vielleicht nochmal in Erinnerung brauchen, er hatte über 300 Yards geworfen, einen Touchdown dabei, auch eine Interception und ist selber nochmal irgendwie für 46 Yards oder so gerannt mit diesem geilen Diving Touchdown selber laufen. Und ich fand, man hat in dem Game einfach gesehen, der Typ kann Sachen zaubern, die meisten anderen Quarterbacks nicht können. Das hat mich extrem an so einen Russell Wilson erinnert oder sowas. Und natürlich, ey, so, nicht, bevor ihr jetzt irgendwie ausrastet in den Kommentaren, natürlich ist Heinicke kein Russell Wilson, ja. Digga, was ist mit dem los? Natürlich ist Heinicke kein Wilson, das wissen wir alle. Heinicke hat noch nichts wirklich bewiesen. Der hatte jetzt ein gutes Game gegen Tampa und gegen die Chargers, wo er reingekommen ist, hat er sich auch tatsächlich ziemlich gut geschlagen. Ja, ein paar Würfe waren echt überworfen und so weiter. Aber auch da hat man wieder gesehen, er hat teilweise aus dem Nichts irgendwas noch gezaubert. Das eine Mal ist er zum Beispiel so ein bisschen gescrambled, losgerannt, war fast über die Line of Scrimmage und hat dann noch schnell so wie so ein Brustpass beim Basketball den Ball nach vorne geflippt zu irgendeinem Receiver oder Running Back, weiß ich nicht mehr. Das sind halt diese Arten von Plays, die siehst du nicht von jedem Quarterback und die sind einfach geil. Allgemein macht es mir mega Spaß, ihm zuzugucken. Er hat viele tiefe Würfe auch genommen, hat den Tag dann mit 11 von 15 für 120 Yards ungefähr mit einem Touchdown abgeschlossen. Ist selber noch dreimal gerannt für 17 Yards, also auch auf jeden Fall solide Statistiken gegen ein ziemlich gutes Chargers-Team. Muss man auch wieder dazu sagen, ne? Also die letzten beiden Games, wo wir ihn gesehen haben, waren beide gegen ziemlich gute Teams. Heinicke ist jetzt offiziell erstmal Starter. Wie gesagt, Fitzpatrick ist raus, dahinter haben wir noch Kyle Allen und wir haben uns jetzt noch irgend so einen mega random Quarterback geholt, Alter. Wo ich selbst den Namen sogar gerade vergessen habe. Irgendwie Shermer oder Shomur oder irgendwie sowas. Also noch nie von dem gehört. Ich kenne auch niemanden, der den kennt. Also keine Ahnung, wer das ist. Und ja, Heinicke wird jetzt erstmal starten. Donnerstagnacht, also schon morgen Nacht, spielen wir gegen die Giants. Erzrivalen-Duell. Da wird auf jeden Fall ziemlich viel Druck auf Heinicke jetzt sein. Er ist Starter. Thursday Night Football Game. Jeder guckt zu. Zumindest in Amerika, hier in Deutschland, weil es nachts ist, wahrscheinlich eher nicht so viele. Also, das wird ein sehr, sehr guter Test für Heinicke. So, das wird richtig spannend. Wenn er da abliefern kann und wirklich zeigen kann, dass er was drauf hat, dann
habe ich gute Hoffnungen für die nächsten paar Wochen und so. Ansonsten ist natürlich auch die Frage, was mich auch schon jetzt viele Leute gefragt haben, glaubst du, Washington wird Cam Newton holen? Cam Newton wurde von den Patriots gecuttet. Die setzen ihr ganzes Vertrauen in Mac Jones und Cam Newton hat momentan keinen Job. Der chillt rum, also beziehungsweise wahrscheinlich worked er so, ne? Aber er hat kein Team. Glaube ich, Washington wird ihn holen? Nein, glaube ich nicht. Einfach weil ich glaube, wenn sie ihn gewollt hätten, hätten sie ihn schon längst geholt. Ich meine, Ron Rivera ist ein ehemaliger Coach. Cam Newton war MVP unter Ron Rivera bei den Panthers. Und ich finde es schon merkwürdig, dass er den dann trotzdem immer noch nicht geholt hat. So. Oder dass es nicht mal Gerüchte gibt, dass wir den holen oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? So, ich habe das Gefühl, da ist irgendwie was, was wir nicht wissen, was ihn davon abhält, Cam Newton zu holen. Die andere Frage ist natürlich auch, wenn wir Cam Newton doch holen, ob das der richtige Move ist, ob er erfolgreich wäre oder nicht. Ich denke, man würde jetzt wirklich erstmal gucken, was Heinicke macht. Und dann, je nachdem, wie der sich anstellt, wird man dann, glaube ich, nochmal irgendwie eine Entscheidung treffen. Schreibt mir eure Meinung mal sehr gerne unten in die Kommentare. Was glaubt ihr, wird mit Washington passieren? Was glaubt ihr, wird mit der Quarterback-Situation passieren? Und was glaubt ihr, was wird Donnerstagnacht passieren? Wird Heinicke gut spielen oder nicht? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Eure Meinung ist gefragt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall sehr gerne ein Like da und abonniert natürlich, falls ihr neu seid oder nichts mehr verpassen wollt. Ne? Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.